In die Notaufnahme wird ein bewusstloser Mann mit blutenden Verletzungen und Prellungen eingeliefert. Nach einem mysteriösen Treppensturz haben ihn die Sanitäter fürs Erste stabilisiert. Ab hier übernimmt Allgemeinmediziner Dr. Georg Becker. Ursache des Treppensturzes? Ist unbekannt. Also die Freundin, Ehefrau, ich weiß nicht mehr genau. Sie sind die Frau? Frau Balder. Frau Balder, die sagte, halt, sie wäre weggegangen. Weggegangen? Warum? Vorher war was? Schlimmes Streit. Und dann haben sie mal... Meine Schuld. Wie, Sie haben ihn runtergeschmissen, oder was? Nein. Ja, Sie haben doch gerade gesagt, es ist Ihre Schuld, dass er die Treppe runtergefallen ist. Da müssen wir nämlich die Polizei holen. Wir haben uns gestritten und dann bin ich aus der Wohnung gestürmt. Und dann bin ich zurückgekommen und habe ihn am Fuß der Treppe gefunden. Er ist somnolent gewesen, hat nur inadäquat so äußert. Moment. Ich sag Ihnen alles, was wir machen. Aber er ist ja wach. Ja, also er wird zunehmend wacher, er hat eine Kopfplatzwunde, er hat Extremitätenprellungen. Ansonsten war der Bodycheck unauffällig, die Lunge war unauffällig, Abdomen weich, keine Anzeichen für Frakturen, die offensichtlich sind. Er hat wohl einen Zungenbiss. Also wir sind mit dem Einsatzstichwort Treppensturz zur Einsatzstelle alarmiert worden. Den Patienten haben wir am Fuße der Treppe liegend aufgefunden. Dadurch war die Sturzhöhe auch nicht bestimmbar. Wir wussten nicht, wie viele Treppen war jetzt tatsächlich runtergefallen. Er hatte eine Blutung aus der Nase und aus dem Mund. Bei der Untersuchung, wo die Blutung aus dem Mund dann herkam, haben wir im Mundraum einen Zungenbiss feststellen können. Das war so das Erste, was wir gesehen haben. Gut, dann müssen wir versuchen, ihn kurz umzulagern. Wenn jetzt aufgrund vom Zustand ist natürlich eine Epilepsie nicht ausgeschlossen, aber wer dann? Ja, man muss an sowas denken. Ja, er hat einen Zungenbiss, das wäre ein relativ klassisches Symptom, dass er aus unklarer Ursache stürzt. Dann ist es ja wirklich meine Schuld. Er kann das, ich nicht eine Angabe machen. Es klingt ja glaubhaft, dass Sie ihn nicht geschubst haben, also ist auch nicht Ihre aber Schuld. Aber das kann doch durch Stress ausgelöst sein. Das habe ich in der Fernsehreportage gesehen jetzt gerade. Epilepsie ist multifaktoriell und ist eigentlich auch nur ein Symptom. Aber das ist ja auch bis jetzt nur eine Arbeitshypothese. Es heißt, dass Epilepsie einen Zungenbiss zur Folge hat, wird immer wieder als typisches Symptom genannt. Das hatte Herr Balder. Die Gesamtuntersuchung war nicht wegweisend. Ich war mir überhaupt nicht sicher, was wir bei weiteren Folgeuntersuchungen dann noch entdecken würden. Das lag absolut im Dunkeln. Das nächste, was wir machen, CT. Ich rufe mal gleich an. Danke, das wäre nett. Ja, habt ihr in der nächsten halben Stunde einen Termin frei oder könnt ihr einen frei machen? SHT? Traumaspirale, ja. Eigentlich brauchen wir Ganzkörper. Es ist überhaupt nicht klar, was Ursache des Sturzes ist. Er ist somnolent. Schmerzreize gehen durch. Das war es aber auch schon. Beim Herrn Balder war es eigentlich die Frage nach der Henne und nach dem Ei. War sein jetziger Zustand Folge der Situation, die den Sturz ausgelöst hat, oder Folge des Sturzes an sich? Daher war bei dem Patienten eine sogenannte Traumaspirale, sprich ein Ganzkörper-CT, zwingend. Denn nach einem solchen Sturz kann es viele schwere Verletzungen geben. Eine Computertomographie soll Licht ins Dunkel bringen. Falls die Wirbelsäule des 35-Jährigen etwas abbekommen hat, besteht die Gefahr einer Querschnittslähmung. Auch die Tatsache, dass der Patient nach seinem Treppensturz nach wie vor benommen ist, bereitet dem Klinikpersonal große Sorge. Nach der Untersuchung zeigen die CT-Bilder allerdings, dass sich der Mann keine inneren Verletzungen zugezogen hat. Um den Epilepsieverdacht zu überprüfen, wird im Anschluss die Hirnaktivität gemessen. Und auch da gibt es positive Nachrichten. Du, er hat nichts. Nein? Das ist super normale Ableitung. Guck selber, du hast ja auch Erfahrung. Keine Spikes, nichts. Es war definitiv keine Epilepsie. Er hatte keine Hirnblutung, er hatte keine Fraktur. Die Entwicklung der Symptome bei Herrn Balder in Zusammenhang mit den inzwischen vorliegenden Untersuchungsergebnissen gab immer noch keine Antwort auf die eigentliche Ursache seines Problems. Herr Balder, hallo. Können Sie uns wach hören? Werden Sie? Es ist Ihnen nichts Schlimmes passiert. Alles glimpflich abgelaufen. Wenn du mal gleich deinen Mund so ein bisschen aufmachst. Herr Balder, ich muss noch mal Ihren Mund angucken. Ich mach einmal auf. Also die Blutung steht noch. Aber es ist alles, guck mal, es ist alles rot. Hm. Alles entzündet. Das ist nicht die Blutung. Es ist entzündet. Die bei einer schwersten Allergie. Mhm. Herr Balder, was haben Sie zu sich genommen? Das sieht, Ihr ganzer Rachen ist gerötet, ist geschwollen.
Und wir müssen jetzt wirklich wissen, was den Sturz ausgelöst hat. Ich habe nur einen Hinweis im Moment, dass ihr ganzer Mund-Rachenraum deutlich entzündet ist. Die Frage ist nur, wovon? Sind Sie Allergiker? Waren Sie im Garten? Pollen? Ich wollte nur putzen. Bitte? Putzen? Ich wollte... Putzen, Schatz? Ich wollte nur putzen. Das ist ja niedlich, dass Sie putzen, aber Putzen scheint für Sie eine sehr gefährliche Tätigkeit zu sein. Womit haben Sie denn geputzt? Was benutzen Sie so zu Hause, Frau Balder? Was man halt so hat. Ich habe Scheuermilch, ich habe Essigreiniger, ich habe für die aggressiven Sachen im Bad auch Chlorreiniger. Ja, ich hab alles zusammengemischt. Wie gemischt? Das ist doch nicht wahr, oder? Ja. Oh Gott. Man muss dabei wissen, dass Reiniger im Prinzip nur zwei Grundarten haben. Einmal saure und einmal basische Reiniger. Bei einem solchen Zusammengießen, insbesondere weil auch ein WC-Reiniger, der zum Desinfizieren mit Chlor versetzt war, dabei war, ist giftiges Chlorgas entstanden. Solche Gase werden durchaus auch als Kampfmittel benutzt und sind hochgefährlich. Ja, und dann wurde mir irgendwie komisch und wollte raus. Ja, es ist eine Art Nervengift, ja, so kann man das nennen. Deswegen müssen Sie jetzt auch ein bisschen da bleiben. Also das muss man erst beobachten. Noch sind Ihre Laborwerte normal, aber es kann sein, dass wir morgen auch ein paar angestiegene Leberwerte finden. Ne? Auf die Niere muss man auch aufpassen. Und ob Sie jetzt dauerhaft so klar bleiben, kann ich Ihnen auch nicht versprechen. Ne? Das muss erst mal alles abgebaut werden, was Sie da eingeatmet haben. Nach der Information über die Mischung der verschiedenen Reiniger klang es absolut plausibel, dass der Patient einer Ohnmacht nahe war, gemerkt hat, dass ihm irgendwas nicht gut bekommen ist und frische Luft eine Lösung war. Bis zu diesem Therapieziel hat er es nicht mehr geschafft, sondern ist die Treppe runtergefallen, da ja so ein Gas auch Vergiftungserscheinungen auslöst. Der klinische Verlauf bei ihm, er ist ja doch insgesamt gesehen zügig wieder aufgeklärt, spricht aber dafür, dass er keine bleibenden Schäden davontragen wird. Der Arzt behält recht. Innerhalb weniger Tage hat sich der Mann vollends erholt. Weder die Lunge noch Leber und Niere wurden durch die Putzmitteldämpfe geschädigt.